Herr Bürgermeister, Bamberg hatte mit der Landesgartenschau und mit dem Domjubiläum 2012 zwei Top-Ereignisse, die sicher auf den Tourismus sich ausgewirkt haben. Wie ist 2012 touristisch gelaufen? Sie haben ja jetzt die Zahlen. Tja, das Tourismusjahr 2012 ist wie erwartet hervorragend gelaufen. Wir haben Zuwächse, die ja, erwartet hoch sind, über den Landesdurchschnitt hinaus. Haben wir Zuwächse vor allem im Bereich der Übernachtungen. Wir haben von 510.000 Übernachtungen im Vorjahr, im Jahr 2012, über 560.000 Übernachtungen. Das ist eine Auslastung von mittlerweile 47% der Bettenkapazität. Das ist ein ganz hervorragender Wert. Das sind Zahlen, wie man sie eigentlich gewünscht und angestrebt hat. Aber insgesamt, auch von den Besucherzahlen, ist Bamberg in den letzten 3 Jahren bei den Übernachtungen um 45% Zuwachszahlen angewachsen. Das ist, denke ich, ein Wert, der schon darauf zurückzuführen ist, dass Bamberg nicht nur schön ist, sondern dass auch die Arbeit, die vom DKS geleistet wurde, hervorragend war. Sie haben es gar nicht erwähnt, 2012 war ja auch ein Rekordjahr, 564.000 Übernachtungen. Das ist, wenn man mal zurückblickt in die Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren eine Verdoppelung der Übernachtungen. Frage ich mich, wie geht es weiter in die Zukunft? Werden wir in den nächsten 10 Jahren wieder eine Verdoppelung erleben? Das wären dann 1 Million oder ist das völlig absurd? Also ich denke, das steht nicht zur Diskussion. Die Zahl der Verdoppelung der Übernachtungszahlen, die rührt natürlich auch von der mehr als Verdoppelung der Übernachtungskapazitäten. Also die neuen Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten haben dazu geführt, dass wir von 310.000 Übernachtungen zu Beginn des Jahres, des Dezenniums 2000 auf 2012 angewachsen ist. Das führt nicht nur daher, dass Bamberg besonders noch schöner geworden ist, sondern dass wir inzwischen viel mehr Hotelkapazitäten haben. Die Hotelkapazitäten sind mit 47% Auslastung, denke ich, inzwischen ausgereizt. Es wird sich in diesen Sprüngen nicht mehr fortsetzen. Davon bin ich überzeugt. Es wird Zuwächse geben, aber in gemäßigter Zahl. Bamberg hatte jetzt schon zweimal die Ziffer von 490.000 überschritten, ab der das Bayerische Kommunale Abgabengesetz ermöglicht, eine Fremdenverkehrsabgabe zu erlassen. Das kann also der Stadtrat tun. Das ist jetzt schon sehr umstritten. Möglicherweise werden wir ein drittes Mal über der Grenze sein. Wie stehen Sie persönlich zu dieser Debatte? Also die das Kommunale Abgabengesetz ermöglicht ja, dass alle Betriebe, alle Einrichtungen, die direkt oder indirekt mit dem Tourismus zu tun haben, mit einer Tourismusabgabe zusätzlich belastet werden können. Das ist bei den wachsenden Ausgaben, die auch durch den Tourismus entstehen, natürlich eine Möglichkeit, die sich der Stadtrat sehr intensiv durch den Kopf gehen lassen wird. Ich denke, wenn wir 2013 die 500.000er Grenze wieder reißen, dann wird die Diskussion unaufhaltsam sein. Das ist keine Belastung, die jetzt die Betriebe in ihrer Existenz zerstören kann. Das sind sicher Größenordnungen, die im Verhältnis zur Gewerbesteuer minimal sind. Aber es gibt viele Städte, die das bereits erheben. Und ich kann mir vorstellen, dass in Bamberg sowas ernsthaft diskutiert wird. Zusätzliche Steuern, das ist immer eine grundsätzliche Frage, macht man damit nicht mehr kaputt, als man damit gut macht? Das wird man sehr ernsthaft überlegen. Man wird auch sehr intensiv informieren müssen, wie es sich auswirkt, in welcher Größenordnung, das hat ja der Stadtrat in der Hand. Man wird es auch mit den Betroffenen intensiv diskutieren müssen und am Ende dieser Diskussion wird dann eine Entscheidung stehen, über die ich selbst sehr, da bin ich selbst sehr gespannt. Ich weiß es nicht vom
Gefühl her kann ich mir vorstellen, dass es starke Kräfte dafür, aber auch starke Kräfte dagegen sein wird. Das würde in etwa so das politische Spiegelbild abdecken, wie man es heute schon kennt. Ich könnte mir vorstellen, dass die konservativen Kreise und die bürgerlichen Kreise da etwas zurückhaltend sind. Andere ganz vehement fordern. Die Welt wird man damit nicht retten, aber man kann natürlich mit solchen zielgerichteten Abgaben, die nicht in den allgemeinen Steuertopf wandern dürfen, natürlich die Infrastruktur schon spürbar verbessern. Insoweit hoffe ich, dass man sich das genau überlegt. Ich glaube, ich werde die Diskussion dann nicht mehr mitführen. Die wird wohl im nächsten Jahr dann geführt werden. Ich hoffe, dass man dann für auch den Touristenstandort Bamberg und die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus für Bamberg ist ja viel intensiver, als sich das viele Bürgerinnen und Bürger vorstellen, dass man das dann auch so beschließt, dass wir keinen Schaden anrichten.